Und wir sind die Schlepperfreunde Friedingen, vom schönen Friedingen, und haben dieses Jahr das 20-jährige Jubiläum. Neu begebe ich dem Ehrenschlepperfreund Lothar das Mikrofon kurz. Die Gründung war 2. Mai 98 im Adler in Friedingen. Und der herausragende Punkt war eigentlich eine Wette über einen Traktor, der es anscheinend nicht schaffen soll, 24 Stunden am Stück zu pflügen. Heute die Schlepperausstellung und verschiedene Attraktionen auf dem Gelände. Ja, wir kommen hier zum Jürgen Engesser. Jürgen zeigt uns heute, wie man mostet. Das Endprodukt ist ein Süßmost, den man im Keller vergären lässt. Und der gibt dann im nächsten Jahr ein wunderbarer Apfelmost, und den machen wir jedes Jahr eine Mostprämierung. Hier zu sehen ist diese Packepresse. Die wird, zuerst wird das Obst gewaschen und dann in dieser Mühle gemahlen und anschließend in der Presse ausgepresst. Wir sehen jetzt gerade, wie der Jürgen diese Äpfel sauber macht und in die Äpfelmühle reinbringt. Das Gerät ist ca. von 1920, alles handbetrieben. Das war damals Stand der Technik. Die Schlepperfreunde betreiben auch im Herbst den Moschbetrieb in der Friedinger Moschte. Wir haben die Gemeindemoschte gepachtet. Und wer den Moschbetrieb machen, also wer da Interesse hat, darf als Mitglied sein Mosch selber moschen mit Hilfe der Schlepperfreunde und hat ein wunderbares Naturprodukt. Die Äpfel sind natürlich selber mitzubringen. Man sieht jetzt, der Apfelbrei kommt unten in die Auffangwanne und wird dann, wenn das Volumen stimmt und die Packepresse frei ist, natürlich wieder abgepresst. Durch, rein, sollen wir umschlagen, das praktisch die Äpfel, der sogenannte Drescher, wird jetzt da nachher reingehüllt. Das Tuch ist da dazu da, dass nicht so viele Apfelsaftstückle oder Apfelstückle nachher im Apfelsaft sind. Beim Saft. Dann füllen wir das mal da ein. Ja, und wenn jetzt der Jürgen den Druck erhöht, indem er das Gewinde nach unten dreht, dann sieht man, da drüber läuft wunderbar der Apfelsaft in den Eimer runter. Was übrig bleibt, das sind quasi die ausgepressten Apfel- und Birnenstücke. Und da sieht man, da ist also fast keine Feuchtigkeit mehr drin. Und das ist übrig, also das kommt der Drescher. Das wird in die... Das wird als Sauerfutter benutzt oder wird auf den Acker entworfen zum Humus machen. Früher hat man das Ganze nochmal angestellt mit Wasser und hat es nochmal ein paar Tage ziehen lassen und hat es nachher nochmal gedruckt. Weil früher hat es weniger Obst gehabt, da hat viel mehr Leute Most getrunken und dann hat man das nochmal gemacht und das war wegen, hat weniger Alkohol gehabt. Eine besondere Attraktion an unseren Schautagen ist die Herdäpfeldämpfe, die im Besitz der Familie Settele aus Steislinge ist. Und der Herr Otto Settele wird euch gleich weiteres dazu erklären. Und zu was diente diese Herdäpfeldämpfe ganz am Anfang? Schweinefutter. Schweinefutter machen. Und wie hat das stattgefunden dann? Das ist, muss man so sagen, das ist in der Scheine sind die Herdäpfel ausgeweitet worden. Dann sind sie gestampft worden und in der Silo luftdicht abgeschlossen. Und dann ist das als Schweinefutter, hat man das können holen im Winter. Und heute wird diese Einrichtung der Firma Settele genutzt, um unsere Festgäste mit gedämpften Herdöpfeln und Kartoffelcreme zu verwöhnen. Guten Appetit!
So, guten Tag. Jetzt wollen wir mal die mechanische Werkstatt erklären. Also, wir haben hier Maschine, die sind ca. 120, 130 Jahre alt, zum Teil noch älter. Es handelt sich hier um eine sogenannte Schepping, ein Kurzhobler. Damit kann man Flächen eben machen, runterfahren auf bestimmte Maße, wenn man eine genauere Maschine einfach braucht. Auf diesen Maschinen wurde zum Beispiel auch schon das erste Automobil von Daimler-Benz gebaut. Also es war keine andere Maschine, wurde mit solchen Maschinen hergestellt, wie die es damals gemacht haben, ist uns unbegreiflich, aber die Autos sind ja auch gelaufen. Hier haben wir eine Drehbank, vermutlich ist diese Drehbank noch viel, viel älter, die ist wahrscheinlich aus dem 18. 19. Jahrhundert um 1850. Die Maschine hat eine Besonderheit, man sieht unten drinnen noch eine Welle. Wahrscheinlich hat es die Maschine sogar mit einem Fußantrieb gegeben, wie eine Nähmaschine aus den 50er Jahren. So, dahinter haben wir eine Maschine, eine Sondermaschine, auch damals hat es eine Sondermaschine gegeben. Hier kann man auf einen Vierkantstab ein rundes Teil auffräsen. Stammt alles aus einem Fundus von einem älteren Schmiedebetrieb. Dann haben wir hier auf der Seite eine richtig große Drehbank. Da kann man also Achsen drauf drehen. Also wir sind hier am Dreschen mit einer uralten Dreschmaschine von der Firma Speiser. Die baut heute leider keine Dreschmaschine mehr. In diesem Sinne, auch die Firma gibt es nicht mehr. Und wir haben das Korn, wo gedroschen wird, vor einigen Wochen auf dem Feld gemäht und gebunden. Und jetzt wird das Korn selber vom Halm getrennt. Und so wird mit Manneskraft, beziehungsweise muss es gespeist werden. Und von hinten die kleinen Gaben der junge Mann wegnimmt, sind gebunden worden und so wurde das übers Jahr eingelagert. Und von hinten an der Maschine, da kommt das Korn raus. Es sind zwei normale Körnungen und von linke auf der einen Seite mit Spilz drin. Und das ist sozusagen der Abfall noch. Also der Schlepper, wo das ganze Ding anbetrieben wird, ist ein Kramer K15, Baujahr 1941. Die waren sehr gut mit der Schwungmasse, um verschiedene Geräte anzutreiben mit Flachriemen. So, nach getaner Arbeit wird die Maschine abgestellt. Die dreschenden Mitglieder gehen alle ins Fest und tun mit der restlichen Gäste, im Hintergrund sieht man das Festzelt, das Dreschen feiern. Und wenn es irgendwelche weitere Informationen gibt, unter www.schlepperfreunde-friedingen.de jederzeit abrufbar. Dankeschön.